Hallöchen Leute, seid gegrüßt zu einem neuen Part von Splatoon 2, der Part, der sich ganz um die Amiibos drehen wird. Denn der Einzelspielermodus ist vorbei, da oben seht ihr es, der dicke Elektrofels ist wieder da. Und, ja, was er jetzt den ganzen Tag da oben macht, keine Ahnung, oh, vor so ein Flugzeug vorbeiflogen. Okay, gut. Nein, aber die Amiibos sind heute dran, was sie halt so einem freischalten, was sie so bewirken. Und ich habe an sich quasi das Original-Trio aus Splatoon 1 ist noch verwendbar. Und das neue Trio ist auch verwendbar natürlich. Und die beiden Seasweens Amiibos habe ich auch noch. So, es gibt noch eine farblich andere Variante von dem Original-Trio. Das wisst ihr bestimmt auch. Bloß an sich haben die denselben Content wie das normal farbliche Original-Trio. Und deswegen werde ich die nicht benutzen. Und ich habe sie auch gar nicht. Aber egal. So, fangen wir einfach mal an. Was ist hier alles so? Amiibo-Daten lesen. So, okay, ja, berühre einfach den Amiibo mit dem Kontaktpunkt. Und ich werde einfach dem Original-Trio mal den Vortritt lassen. Wir machen einfach mal das Original-Trio, wie auch im ersten Teil, ja? So, aber als erstes... Hui! Das Ink-Girl! Hey, na, freut mich! Ich bin aus Teil 1. Wow, du bist vielleicht cool! Wollen wir Freunde sein? Ich könnte bestimmt noch was von dir lernen. Na, die sind für mich alle cool. Außerdem könnte ich deine Kameraoption und Ausrüstung speichern. Ja, ja, ja. Da kann man nämlich die Amiibos heutzutage als Datentransfer benutzen, wenn man halt seine Rüstung, seine bevorzugte Waffe, kann man alles speichern und dann muss man dich bei einem Kumpel oder so eine Weile die ganzen Waffen neu ausrüsten. Kann man einfach sagen, hier, zack, Amiibo Tab, okay, alles klar, Startler, let's go. So kannst du deine Ausrüstung im Tentakel umdrehen, wechseln. Genau, diese Funktion ist in der Lobby oder unter Anpassen verfügbar. Nicht schlecht, wa? Jetzt bitte nicht. Das wollen wir jetzt nicht machen. Moment mal. Ich soll da was von dir kriegen, oder nicht? Haut's einfach wieder ab, ohne Tschüss zu sagen. Das ist der erste, dachte, wir sind cool. Und dann findet sie mich doch nicht mehr cool. Ups. Mann! Da geht ja schon mal gut los. So, normal. So, lesen. Yeah. So, ich weiß gar nicht, ab wann man hier von ihr die ganzen Daten bekommt. Die ganzen Equipment-Sets. Ich will mal gucken. So, wollen wir Freunde sein? Ja, ja, okay, alles klar. Lass uns Freunde sein. So, dann lass mal hier einfach mal los. Mal gucken, was das heißt. Berühre den Amiibo nochmal. Ja, mache ich. So, Speicherwirkung, bitte rasten Sie nicht aus. Bitte, bitte nicht. So, danke, neuer Freund. Und jetzt habe ich direkt ein Geschenk für dich. Wenn du noch ein bisschen kämpfst, gibt's auch noch andere Geschenke. Oh je, Tintenfischspange. Tatsächlich. So, dann lass uns gleich mal ein Foto machen. Es gibt nur ein Set, aber eigentlich müsste ich genug Stufen erreicht haben. Es gibt hier eine Menge prima Orte für Fotos. Ja, das ist Foto mit diesem Amiibo. Das ist an sich eine ganz coole Funktion, denn schaut mal, machen wir einfach mal. Wir können ja uns hier irgendwie hinsetzen. Ein bisschen die Kamera drehen. Es gibt aber auch noch andere Szenarien, nicht wahr? Ich muss mal kurz gucken. Steuerung. Foto machen, Kamerasteuerung, Spielerpose, Amiibo-Pose. Und der Hintergrund kann unheimlich wechselt werden, okay. Warte mal, die Pose vom Amiibo, warte mal. Ja, okay. Einfach ein bisschen updancen, Moment. Yeah. Das ist so bescheuert. Einfach, yeah, wow. Yeah. Okay, selber so ein Selfie machen. Ein Selfie? Von Leuten, die Selfies machen. Ist das nicht cool? So, warte mal, die für Hintergründe. Okay, hier einfach an der Wand, wo sie quatschen miteinander. Denn genau vor der Lobby können sie miteinander quatschen. Und hier, warte, gibt's hier viel? Oh Gott, hier gibt's immer verschiedene Posen. Was gibt's denn hier noch so? Okay, einfach nur wieder da rumsetzen. Jawohl. Warte mal. Kann man... Das ist ja auch cool. Ach ja, hier, die moderne Gesellschaft, nicht wahr? Man sitzt sich gegenüber... Aber guck trotzdem auf sein Handy. Ist so dumm. So, weil das sind die. Sie macht Selfie. Und er kann nicht Selfie machen. Okay, gut. Er kann nur. So, ja, quatschi. So. Das sieht aus. Okay, was gibt's noch für Hintergründe? Dann noch hier vor dem Laden. Warte mal, wo hier ein bisschen. Wie das aussieht. So, der Weg ist aber auch nicht mit jedem machen. Außer noch mit einem. Mit dem Tintenfisch-Amiibo, weil der ist ja. Der bleibt ja so in seiner Tintenfischform und das ist auch nochmal sehr lustig. So, sie versuchen ein Gespräch zu machen, wisst ihr, und ich einfach mit Handy. Dup-di-du. Hey, hallo, hörst du mir überhaupt zu? Nee, warte mal, ich muss erstmal hier Abos checken, warte mal. Ah, wieder einen neuen Follower dazu gekriegt, geil. Oh Gott. So, okay, an sich bleiben die Hintergründe ja immer. Nee, okay, dann wechselt doch schon ganz schön viel. Immer so ein bisschen positioniert mäßig.
Okay, aber das war's tatsächlich. So. Okay, aber warte mal, ich wundere mich gerade, dass ich nur eine Sache bekommen habe. Jetzt müsste doch anderes Amiibo einlesen. Warte, das probiere ich mal nochmal aus. Weil an sich, vielleicht muss ich das nacheinander einfach machen, um alle drei Sachen zu bekommen. Weil, oder ich weiß nicht, ich habe nur eine Sache gekriegt. Ich müsste doch eigentlich schon... Ich bin doch schon in Überstufe 10. Dann müsste ich aber schon alle Sets von dir kriegen. Hey, wie geht's, na? Gib mir ein Geschenk, Mann. Ich krieg kein Geschenk? Oder muss ich das irgendwie täglich machen? Na, auf jeden Fall, die klassischen Amiibos, das klassische Trio aus dem ersten Teil, die haben auch die klassischen Rüstungen für euch zur Verfügung. Also ich weiß nicht, wann ich das hier kriege. An sich ja vielleicht nur einmal am Tag oder so. Keine Ahnung, Fotobild nicht machen. So, dann lese ich mal noch ein anderes Amiibo. Jetzt kommt der klassische Inkboy. Ne, ist doch der Inkboy. Muss gleich nochmal tappen. So. Schön, dich kennenzulernen. Laberst du denn das Gleiche, oder wie? Ahoi, selten jemand gesehen, der so cool ist wie du. Sollen wir Freunde sein, Mann? Ausrüstung und Kamera-Options. Alles klar. Ich glaube, das ist einfach nur echt, dass ich mein Amiibo quasi speichere, dass das jetzt so gesehen meiner ist. Von wegen, dieser Amiibo gehört dieser Konsole oder irgendwie so. So, das ist ja spitze. Da habe ich doch gleich mal noch was für dich hier. Wenn du noch weiter kämpfst, dann gibt's noch mehr. Oh je. Hier genau, das Samurai-Set. Das andere von dem Inkling Girl war ja das Schulmädchen-Set, glaube ich. Und das sind alles so Sachen, die man halt... Danke, die man halt im ersten Teil bekommen hat. Machen wir direkt ein Foto. Hier gibt's ein paar prima Stellen dafür. Nee, erstmal nicht. Machen wir erstmal ein anderes Amiibo. So, jetzt kommt aber, mit dem wir wirklich nochmal ein Foto ausprobieren. Hier der erste, der grüne Ink Squid. Ne, das war doch das Squid. So. Davon, dass der so bleibt. Ja, das Vergnügen ist ganz meinerseits. Ah, oho, ich muss mich zugeben, du bist echt cool unterwegs. Ich bin beeindruckt, mein Freund. Ich wäre gerne dein Freund. Ja klar, wir sind hier Freunde. Wir sind doch alle Freunde, sonst ist es immer noch das Gleiche, was die alle labern. So, nochmal saven hier. Krieg ich auch sein Geschenk. Ich muss ja auch nicht alle Rüstungsdinger haben. Ich will ja bloß mal zeigen, wie das hier so funktioniert. Danke, hier zeige ich meine Dankbarkeit. Für noch mehr Erfahrungen im Kampf gibt es auch mehr Geschenke. Oh je, der Exo-Helm. Genau, das. So, und das waren halt alles die Rüstungen. Das ist ein bisschen. An sich ist ja ein bisschen schade, denn diese Rüstung musste man sich ja im ersten Teil richtig freispielen. Ihr werdet euch erinnern an meinem Let's Play. Da waren ja. Ich glaube, das war an sich nochmal viele Level aus dem Einzelspielermodus des ersten Teils, bloß mit anderen Waffen. Und das haben sie ja jetzt hier direkt integriert. Haben sie ja direkt in den Einzelspielermodus integriert, dass du jedes Level mit einer anderen Waffe machen kannst. Und das war damals wohl Amiibo-exclusive. Und deswegen hat man da noch Belohnung freigekriegt und jetzt kriegt man die einfach so geschenkt. Anscheinend vom Rang aus. Ich kenne hier viele Orte, an denen ich geile Fotos mache. Ja, du musst sie nochmal kurz machen. Foto mit diesem Amiibo, die andere Option gibt's ja nicht. So. Guck dir das an, ey. Der ist so... Einfach so, am Boden. Jawohl. So ist richtig am Boden. Und ich stehe nur da und mache hier, Was hat der? Zwei Posen auf dem Boden? Also bewegt er sich ein bisschen mehr und so liegt er einfach still. So, wie ist das bei anderen Hintergründen? Wie eingeschnappt er aussieht. So, ich will mal einfach. Ich will einfach jetzt cool dastehen, so. Oh Mann. So, warte mal, wo ist der Tisch? Ein bisschen nah, ne? Naja, ich guck einfach auf mein Handy. Und was kann er? Legt er einfach auf den Tisch rauf. Und schmattert mein Handy an. Vor allem, da liegen zwei Handys. Alter, der hat jetzt... Ich habe zwei Handys. Und ein bisschen unhöflich, ne? Okay, gut, aber... Ja, ist an sich auch nur eine ganz kleine Spielerei. Ich glaube, es ist nicht sowas für jeden. Ich glaube, die Ausrüstung, die man bekommt, ist ein bisschen interessanter. Ja, ich springe schön in mein Essen hier rein. So, hier, spring mal. Schön auf meine Mütze. Ja, was du nicht sagst. Oh ja, das ist ja ganz toll. Oh Gott, ey. Ich guck lieber auf mein Handy. So, zurück. Jetzt eingeschnappt geguckt. So, mehr wollen wir denn nicht. Wir lesen ein anderes Amiibo ein. Und zwar kommt jetzt, bevor ich die C-Suin mache, kommt jetzt das neue Trio. Das Splatoon 2 Trio, wenn man so möchte. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die kann man nicht im ersten Teil mehr verwenden. Die sind zu neu. Würde ich mal behaupten. So, kommt mal her. So, Ladevorgang. Du musst zuerst einen Besitzer und Spitznamen für das Amiibo registrieren. Okay. Okay, die neuen... Die... Alter. Warte, Spitzname. Okay, warte mal, das war auch im ersten Teil, stimmt. Was denn für ein Spitzname? Die nennen einfach, Girl. Weiß ich doch nicht. So. Ist jetzt auch nicht so wichtig, ne? Ist an sich überhaupt nicht wichtig. So, Girl. Ja, ist okay. Und jetzt bitte speichern.
So, das Amiibo ist jetzt für immer deins. Du kannst ihn nicht mehr auf Amiibo auf eBay verkaufen, oder wie? Keine Ahnung. So, jetzt bitte nochmal. Ladevorgang. Yeah! Ja, wie sie aussieht. Schon voll wie viel schicker und viel moderner und detailreicher, auch als Figur. Freut mich. So, Girl. Wow, du bist vielleicht cool. Ja. Wollen wir Freunde sein? Okay, labert an sich dasselbe. Immer noch Kamera und so was alles. Und ich hoffe, ich krieg jetzt wieder nur ein so ein Ding. Schade. Los, bitte. So, nochmal tappen. Okay, die funktionieren schon ein bisschen anders als die Amiibos gerade. So, danke, neuer Freund. Und ich habe hier direkt ein Geschenk. Wenn du noch mehr ein bisschen kämpfst, bist du noch mehr. So, Tintenfisch-Clip. Ja, das ist, glaube ich, an sich auch fast wieder ein Schulmädchen-Outfit. Aber auch nur fast. So, lass uns mal gleich noch Fotos machen. So, hier gibt es eine Menge prima Orte. Machen wir mal kurz, weil die sieht auch noch so neu aus. Die sieht richtig neu aus. Aber wer ist denn der kleine Typ? Oh, die ist ja hübsch. Der Typ guckt dich ganz komisch an. Na, und mach ich mal einfach Selfie. Oder ich trete ihn. Ja, ich mal mit. Yeah. Der Typ. Warum steht hier so ein kleiner Typ rum und guckt so mit seinem dummen kleinen T-Shirt? Und wir beachten ihn ja nicht, gucken ihn ja nicht an. Dancen hier einfach nur rum. Und jetzt Selfie. Okay. Selfie. Selfie. Yeah, yeah. Ich hab keinen Bock auf Selfies, Mann. Hintergrund wechseln. Vielleicht stehen hier noch mehr irgendwie rum. Ja, an sich, aber es bleibt das Gleiche. Hier ist schön, Komm, Selfie, nö. Ich glaube, der hat hier echt zwei Handys. Wieso? Wer ist der Typ da im Hintergrund? Fällt mir jetzt erst auf. Mit so einem echten Vogel. Es gibt hier noch echte Vögel? Okay, kein Selfie? Naja, dann gucke ich auf mein Handy. Wer sind denn der andere Typ hier? Wer bist du denn hier mit der Sonnenbrille und so? Okay, naja. Ihr wisst, glaube ich, Bescheid, ne? So, mehr wird da nicht passieren. Anderes Amiibo einlesen. Jetzt nehmen wir noch den Ink Boy, den ich auch einfach nur wieder Boy nennen werde. So, genau, registrieren. Ich nenne den einfach Boy, weil ich das cool finde. So. Ich glaube, der hat den genau das gleiche auch bei Teil 1 gemacht. Irgendwie so, und den letzten hält den einfach nur Squid. So, okay. So, dann nochmal bitte raufschreiben. Daten für immer eingravieren. So. Und bitte nochmal. Ladevorgang. So, da bist du ja endlich. Yeah. Mit seinen coolen Kopfhörern. Hey, Moment mal. Die Kopfhörer hast du aber auf der Figur nicht auf. Ey, für mich verarscht. Ey, doch. Die Amiibo-Figur hat keine Kopfhörer auf. Ja, und Mann. Das hier ist special. Das ist alles special hier. So, ja, okay. Alles klar. Ich finde mich auch cool. Ich will natürlich auch sein Freund sein. So, und zwar, ja, Fotos, na, ist das was? Das ist richtig geil. Ich will auch dein Freund sein, du hast so coole Kopfhörer, Mann, wo gibt's die? So, bewege das Amiibo nicht. Spitze, da hab ich doch gleich noch was für dich hier. So. Yeah. Und anstatt ein Samurai-Set gibt's von dem ein Ninja-Set. Und ihr seht, das ist halt Stufe 2 Sterne, alle Sachen sind Stufe 2. An sich fehlt noch ein Slot. Und, ja, an sich sind das halt einfach nur nette Upgrades und so. Danke, machen wir doch jetzt mal ein Foto hier, bitte. Hier gibt's ein paar geile Sachen. Nein, wir machen jetzt kein Foto mehr. Okay, swoop. Jetzt kommt nämlich noch der letzte Squid von dem modernen Trio. Und das ist ja der lilafarbene. Wie gesagt, es gibt ja noch einen orangen Squid und einen lila Inkboy und so was alles. Aber ja, die habe ich halt nicht und die sind an sich genau die gleichen. So, jetzt verschreibe ich mich hier schon wieder, aber ist mir egal. Ups, Moment mal. Ich habe gesagt groß. So, groß. Schreibt man das so? Squid? Bestimmt. Das schreibt man doch so. Hier, guck hier. A Squid. Okay. So. Ah ja, ist okay. Und nochmal saven. Registriervorgang. Geil. So, okay. Na los, Kumpel. Oh, jetzt nochmal. Also ich bin gespannt, wie das bei den Seasurien gleich ist. Die letzten beiden Amiibos. Flup. Oh, guck mal, der funkelt ja so richtig. Wie hat der andere auch schon so krass Wellen geschlagen? Also so eine Textur gehabt? Das wird übrigens ganz meinerseits. Och, ich muss schon zugeben, das ist ganz schön cool. Ja. Ich bin dein neuer Freund, Mann. Ja, lass uns Freunde sein. So, voll praktisch, oder? Los. Los. Amiibo, ruf, ballern. So, Schreibvorgang, bitte. Bitte bewegen Sie sich nicht. So, danke. Hier ein Zeichen meiner Dankbarkeit. So, yeah. Und es ist auch an sich auch nochmal ein Exo-Helm. Bloß Prototyp. Also man hat an sich zwei Schuluniform-Outfits. Zwei so eine fetten Rüstung von Exosoldaten. Habt ihr bestimmt auch schon öfter mal gesehen online oder so. Und dann halt noch so zwei altjapanische Ninja- und Samurai-Outfits.
Voll cool. Ja, und ansonsten tatsächlich nichts. Man kann halt die Dinger als Daten benutzen, als Speicherdaten benutzen. Außer glaube ich die Squids anscheinend nicht. Und man kann halt Fotos machen. Das haben wir aber schon gesehen. Und halt im ersten Teil, ne, haben sie halt noch Energien freigespielt. So. Und jetzt, Leute, aber noch für das Highlight machen wir jetzt noch die beiden Aioli und Limona Amiibos. Und mal gucken, was die hier bringen. So, die waren ja auch schon im ersten Teil einsetzbar, ne? Mal gucken. Ob es irgendwie was registrierungsmäßig ist oder sowas. Ich schau mal. Ja, okay. Ich muss sie registrieren. Spitzname. Och, die heißt Aioli 2. Nee. Aioli. So. Zack. Ist das richtig? Ja, ich hoffe. Na, okay, und? Tada! So, abgeschlossen. Jetzt komm her, Aioli. Du musst uns mal zeigen, was hier los ist. So, gucken, was die jetzt macht. Vor allem, ob die einfach wieder da ist, oder? Hallöchen, ich bin Aioli von den Seasarines. Oh Gott, du hast den Namen richtig geschrieben. Na, was machst du denn hier? Wir haben dich doch gerettet. Hey, du siehst aus, als hättest du es drauf. Glaub mir, ich weiß schon, wovon ich rede. Ich denke, ich sollte dich im Auge behalten. Soll ich mit deiner Ausrüstung und Einstellung merken? Das bietet dir Vorteile in der Lobby und in der Anja. Ja, okay, alles klar. Dann kannst du nämlich dort ratzfatz die Ausrüstung wechseln. Genial, war? Na los! So, kann ich mit dir auch hier eine Fotos machen? So, Schreibvorgang. So, und von denen bekommt man tatsächlich erst die Sets, nachdem man das Spiel durchgespielt hat. Übrigens, das ist hier, das kannst du haben. Wenn du weiterkommst. Guck mal, Helden-Headset Replik. Genau, das ist, glaube ich. Ich glaube, das ist das Helden-Outfit einfach aus Teil 1, glaube ich. Keine Ahnung. Alles klar, ich habe nicht viel Zeit für. Also, aber für ein Foto reicht's immer. Cool, dann mal gucken. Die muss ich auch nochmal ein Foto machen, das ist ja klar. Hier, Foto mit Aioli, ey, ist ein richtiger Star. Los, dance mal. Dancen? Gerade sie. Keiner hat keine Dance-Animation. Wieso nicht? Okay, ich kann, wenn ich ganz schnell mache, kann ich sie so dancen lassen. Guck mal, ich kann richtig dancen und sie nur, ja, tanz für mich. Das sieht so dumm aus. Ich weiß doch, oh ne. Das sieht halt richtig dumm aus. Ich kann hier gar nicht. Warte mal, kann ich hier nicht die Location wechseln? Nee. Hier gibt es gar keine Location-Wechsel mit den Dingern. Okay, dann muss ich einfach mal hier so abdancen. Yeah. Ich mache jetzt aber kein Foto. Nee, oder wohl, was kann ich denn machen? Kann ich den irgendwo posten? Yeah! So, Foto gespeichert. Achso, okay, gut. Im Album. Alles klar. Ja, ist ja ganz toll. Wirklich toll. Ist da hinten Limone eigentlich? Steht die da hinten irgendwo? Nee, sie ist weg. Nun gut. Zurück. Dann haben wir noch ein Amiibo, ist jetzt noch offen. Tschüss, Aioli. Und zwar ist das Limone. So, keine Ahnung, wie das hier mit stimmt. Anscheinend muss ich doch erstmal, das könnt ihr mir ja gerne schreiben, wie das hier gemeint ist. Ob man irgendwie, wann man die ganzen Set-Rüstungen kriegt, ob das nur einmal am Tag ist. Oder einmal pro Scan oder so, weil ich habe die ja schon mehrmals ausprobiert und da hat sie mir die Geschenk schon gegeben. Mann. So, Limone. So, zack. Okay. Alles klar. Und nochmal bitte saven. Letzter Amiibo. So. Also an sich ist es, ja, an sich kaum wirklich viel Content dazu. Ist an sich eher mehr eine Spielerei. Aber wenn man die halt, im ersten Teil haben die natürlich mehr Content gehabt. Bussi, das zweite Trio hat jetzt auch nicht so viel neuen Content. Das ist an sich ein bisschen schade, ist es, muss man ja sagen. Guck mal, die Klamotten eigentlich eher blau aussehen. Anstatt so wie auf den Amiibos schwarz. Aber okay. Hallo, ich bin Limone von den Seasarines. Ah, du bist also für diesen Anstieg an Coolness hier verantwortlich. Ja. Ich habe ein Auge für Talent, okay. Dir fehlt nur ein Agent, weißt du was? Ich mach das. Zum Beispiel merke ich mir deine Einstellung und Ausrüstung. Ach so, war nur ein sneaky way zu erzählen, wie... Na okay, was sagst du? Machen wir so, Limone. So, Amiibo-Ruf ballern. So, Safe-Vorgang. Bitte waiten. Please waiten. So, gut, dann gibt es zuerst mal eine Belohnung für diese Entscheidung. Wenn du noch mehr kämpfst, gibt es noch mehr. Oh je, Rüstungshelm-Replik. Genau, das ist doch eigentlich nur... Das ist eigentlich nur das zweite Upgrade, was man kriegen kann, ne? Oder dritte? Dann finden wir die ganzen Kuttelkorps. Die ganzen Aufstiegsdinger. Sehr gut, halt mir diesen Moment in einem Foto fest. Hä, man sagt, die Sandra glaubt, man kann hier Dinger speichern, aber wie lassen sie die ja nicht speichern? Die Ausrüstung und so. Na nee, egal, Limone, kannst du wenigstens dancen? Nee, ich kann auch nur so was hier machen. Okay, dann mach ich um mit, warte. Leg mal mit. So. Bloß, ich hab nicht Arthritis in den Fingern. Oder die Gicht in den Foto, warum zittert die so? Boah, guck mal, voll lange auf einem Bein stehen. Ich kann nicht mehr lange so rumstehen. Machst du jetzt bald mal ein Foto? Okay. Yeah. So. Oh Mann. Naja.
Wie guckt sie denn? Hm, was? Hast du was gesagt? Hast du was gesagt? Ich soll tanzen? Okay. Und die haut einfach ab, denkt sich, was sind hier für ein Posenwechsel? Was hat denn hier? Ja, Hüfte? Nicht Hüfte. Hüfte. Naja, ich dance einfach. Oder wie nennt sich der Tanz denn? Okay, ist egal. So Leute, das waren so die Amiibo-Funktionen. An sich schalten sie halt echt nur Sachen frei. Liegen da zwei Batterien neben der Schaufel? Oder sind das irgendwelche Dosen? Na gut. Ja, das waren sie tatsächlich. Ich dachte jetzt eigentlich, ich krieg die ganzen Ausrüstungsteile sofort alle, weil ich weiß nicht, vielleicht über Stufe 10 bin oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, was ich auch noch gemerkt habe, ich bin jetzt ja Stufe 13 und ab Stufe 13 finden einen die ganzen Klamottenläden so cool, dass sie auch jetzt schon Stufe 3 Rüstungen anbieten. Zwar nur eine, vielleicht lag es daran, dass ich Pech hatte oder so, aber ist okay. So, Stufe 3, ich habe sowieso mein ganzes Set hier Stufe 3 Rüstung, weil ich mir einfach bestellt habe. So, jetzt lass mich auch nochmal, ich habe hier endlich mal rausgefunden, dass ich hier wohl posten kann. Was die ganzen Sprechblasen haben, da will ich auch nochmal was posten. Das machen wir jetzt noch. So, an diesem Briefkasten kannst du Beiträge erstellen und in sozialen Netzwerken posten. Deine Beiträge werden möglicherweise von anderen Spielern gesehen, also poste bitte keine persönlichen Informationen oder unangemessene Inhalte. Diese Beiträge können als Schilder oder Graffiti auf dem Inkopolisplatz erscheinen. Richtig geil. So, wie macht man das jetzt? Okay, mit Controller einfach, ich verstehe. Ja, okay. Leute, was machen wir denn da? Ich kann auch zoomen und so weiter, weil ich habe jetzt kein Pad, ich muss das ja mit Controller malen. So, das heißt, ich mache einfach mal ganz klassisch hier. So, L3 wollte ich eigentlich machen, aber ich habe schon gesehen, ist schon verkackt. Ist schon verkackt, warte mal. Okay, Minus löscht alles wieder. Nochmal. Fang einfach mal hier unten an. Leute, überall, wo ihr den L3 seht, da ist auch L3 gewesen. So, sieht jetzt zwar aus wie ein kleines V, aber warte, das wird sich gleich ändern. Ja, mit einem Controller malen, ist ja schlimmer als mit der Maus. So, hier richtig geil, hier Graffiti, eine Graffiti 3. So, jetzt muss ich noch einen Kreis hinkriegen, Kreis. Jawoll. Guck mal, hier ist doch richtig geil. Okay, das wird keine Sau erkennen, aber ist ja auch egal. So, ich glaube, ich poste nochmal am Ende irgendwas. Oder mal zwischendurch. Könnt ihr mal sagen, ob ihr das irgendwo entdeckt habt. Ich glaube eher nicht, aber... Ups. So. Ja, das ist doch an sich L3, da kennt man doch. Aber das sind Leute, die machen da richtige Kunstwerke, Alter. Haben die da so lange Zeit für? So, X ist echt... Oh ja, okay, wenn man zoomen kann, okay. Ach du meine Güte. So, soll ich denn irgendwo noch klein hinschreien, dass man merkt, was das ist? Ja, aber L... Ne... 3. So. Sieht eher aus wie so ein Herz. Hat man so... Na, ist egal. So, posten. Aufnahme gespeichert. Cool. So. Und jetzt... Nee, nicht auf Facebook, nicht auf Twitter. Nee. Es gibt keine Inhalte, Mann. Ich will das einfach nur so posten. Hat das jetzt gepostet? Ich hoffe. Vorgang abgebrochen. Hä, wann postet der denn das? Muss ich das echt erst irgendwo posten, bevor das hier irgendwo erscheint? Na denn nicht. So Leute, das war auf jeden Fall der Amiibo-Bonus-Part. Und jetzt ja, wie erzählt, an sich ist das Let's Play dann bald vorbei. Wir machen aber noch ein paar Online-Runden. Es fehlen noch tatsächlich zwei Missionen, zwei Spielmodi im Rang-Play. Also oh, wie ist das jetzt nochmal? Standardkampf ist ja Revierkampf und so weiter, aber die noch diese Rangspiele, aber bisher nur, ihr seht es da oben, Operation Goldfisch gezeigt. Und ich will noch die anderen beiden Modus zeigen, Herrschaft und Turmherrschaft, richtig geil. Und dann natürlich noch ein paar Runden hier, Bär GmbH. Und dann ist das Let's Play aber tatsächlich bald schon vorbei. So oder so, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao!